Hallo und Jean Dobre zu einer neuen Folge LE17 Hashtag BBKADK hier aus dem schönen Gorzkowa im beschaulichen Polen. Und wir sind hier gerade dabei, zum Feierabend ein bisschen Kompost zu fahren. Diejenigen von euch, die im letzten Livestream dabei waren, haben ja gesehen, dass wir die Felder da schon so weit abgeerntet hatten. Das eine Feld Nummer 2 ist auch schon wieder neu bestellt. Wir müssen ja hier zu Potte kommen. Und das Feld Nummer 10 und oben die 9 war es, glaube ich, die müssen jetzt als erstes mal eine Runde gedüngt werden. Jetzt fahre ich direkt mal wieder eine Ausfahrt vorbei. Gut, fahren wir hinten rum. Da kommt jetzt die erste Runde Kompost drauf, weil wir so viel Mist ja noch nicht haben. Wir hatten im Livestream ja auch den Miststall, den Stall ausgemistet. Aber so wahnsinnig viel Mist ist das ja noch nicht. Denn wir haben aktuell, für die, die es jetzt nicht gesehen haben, einmal ein kurzes Up-to-Date bringen. 33 Kühe. Ja, ich habe gerade das Spiel gestartet, deswegen ist hier noch keine Reproduktionsrate. Ihr seht, alles ist da. So, und Mist haben wir insgesamt im Stall. Jetzt 3240, können wir den Mist wieder rausholen. Aber es lohnt noch nicht, deswegen noch weiterhin mit Kompost. Gut, gehen wir noch kurz auf die Finanzen ein. Die haben sich ein klein bisschen durch die Ernte, die wir gemacht haben, es waren ja Sojabohnen, etwas verbessert während des Streames. Wir können uns hier auch mal die Finanzen einmal anschauen. Also wir haben noch, es ist immer noch viel, 245.000 Schulden bei der Bank. Das waren aber 300.000, wie ihr bei der letzten Folge im Video schon gesehen habt. Und ihr könnt aber sehen, was wir hier während des Livestreams eingenommen hatten. Und zwar für 33.000 Liter haben wir ja Milch verkauft. Für 36.000 Euro Ernte. Und dadurch haben wir 67.000 Gewinn gemacht. Noch heute, also der Stream ist quasi noch Spieltag heute. Ich bin jetzt hier am Feierabend. Und 245.000, dass wir da wenigstens wieder ein bisschen Luft hatten. Wir hatten 300.000, also es war komplett ausgereizt, der Kredit. Und das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man so überhaupt keine Luft mehr hat. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da wieder ein bisschen runter sind. Und da wollen wir natürlich direkt gleich anfangen, die nächsten Felder wieder vorzubereiten. Damit da gar keine Mühe aufkommt. Ne, kein Schlendrianer, ihr wisst schon. Ja, hier Viertel vor sieben, wunderschöne Atmosphäre, wie ich wieder finde. So, dann setzen wir wieder am Anfang an. Wie man das eigentlich meistens tut. Also am Anfang. So, können wir gleich mal gucken. Ja, fast. Nicht ganz, aber fast. Offset erstmal aus. Dann gehen wir im Ganzen noch ein bisschen rüber. Und dann legen wir los mit unserem wunderschönen Kompost. Danach geht es dann ins Pflügen. Gülle, Grubbern, Mineraldünger, kennt ihr ja das Spiel. Drei Düngestufen Pflügen ist eingeschaltet, wird aber sowieso auch jedes Mal gemacht. Ganz einfach, weil wir das uns das Konzept mit den Düngestufen durcheinander bringen würde, deswegen pflüge ich einfach jedes Mal. Da muss man mal irgendwann eine Motorsäge besorgen. Ich muss mal gucken, ob ich die Bäume hier absägen kann. Die nerven nämlich schon ein bisschen. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Vielleicht können wir auch den Strommast absägen. Das bezweifle ich allerdings ein bisschen. Aber wir gucken einfach mal, ob wir die Bäume hier... Ups, ich will gar nicht so rennen. Habe ich wieder zu viel Red Bull getrunken. Motorsäge war, nehme ich an, unter Motorsägen, also Kettensägen. Wir nehmen einfach mal die günstigste. Vermieten kann man die ja leider nicht. Ja, wir nehmen einfach mal die günstigste. Das ist, ne? Gut, das war wieder ein typischer Fail. So, ich habe jetzt mal die günstigste Kettensäge genommen. Ich wollte diese scheiß Player-Kamera raus, weil meine Maus macht total Probleme mit dem Mausrad. Ah, wenigstens kann man den absägen. Oh Gott! Da habe ich nicht dran gedacht. Gut,
Nutzt nichts. Entlasten wir den gleich mal. Dachte ich mir so. Aber eigentlich wollte ich diesen Na egal. Können wir den Baum absägen, auf dem sie sitzen? Oder den Ast? Na, kriege ich jetzt das Ästchen auch noch irgendwie weg? Naja. Mal gucken, man kann hier sicher irgendwo Holzstämme verkaufen, hoffe ich mal. Hätte ich wieder auf vorher mal gucken sollen. Ein bisschen weg hier. So, dann ist der Baum schon mal ab. Wie gesagt, hier mal den Strommast können wir sicherlich nicht absägen. Sollten wir vielleicht besser nicht tun, das könnte gewissen Gesprächsbedarf geben. Eventuell so bei der Stadt. Wie viel tiefer? Geht nicht tiefer. Das muss doch tiefer gehen. Egal, komm, sägen wir ihn hier ab. So, ja, aber Motorsäge funktioniert auch. Das wollten wir aber eigentlich, wir wollten jetzt Kompost fahren. Aber wir haben halt mal gesehen, es funktioniert. So, dann fahren wir mit ihm hier weiter. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwas für einen Holztransport nochmal finden. Dass wir irgendwo vielleicht die Holzstämme noch gewinnbringend an den Mann bringen können. Ja, ist doch gleich eine andere Sicht hier unter dem Baum, nicht? Ich weiß gar nicht, habe ich hier das IT-Runner von
Forbidden Mods drin, weil da wäre ja ein Holzcontainer dabei. Ne, leider nur das große. Warum habe ich hier so große drin? Das große habe ich drin, das kleine nicht, oder was? Naja, das hole ich ja noch nach. Das ist doch das. Das ist doch. Das ist doch das Tandem, oder? Ja, klar. So, die Maschine dient dem Transport von Bäumen, genau. Gut, haben wir also drin, das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt gucken wir noch mal eben schnell, wo man. Ob es hier irgendwo ein Sägewerk oder sowas gibt. Wird es ja wohl nämlich mal ganz stark an. Ihr wisst ja, ich mache so wenig mit Forst. Wahrscheinlich wäre es gut zu wissen, was Sägewerk auf Polnisch heißt. Weiß jemand von euch, was Sägewerk auf Polnisch heißt? Obwohl, Milchverkauf ist auch Deutsch, ne? Das Säge, ja. Gostadtstor. Wir gehen einfach mal hin. Sieht nicht nach Forst aus. Aber auf jeden Fall die Scheune. Da können wir Gras und Häufe. Tartak vielleicht. Ja, das sieht doch hier schon mal danach aus. Ja, also hier kann man wohl die Holzstämme verkaufen. Tartak ist also Sägewerk. Gut zu wissen. Da können wir zwischendrin vielleicht dann auch mal hier ein bisschen Forst machen. Da mieten wir uns dann einfach mal so eine Forstmaschine. Und dann gucken wir mal, was wir da im Forst gerissen kriegen. Das bringt ja eigentlich auch immer relativ gut Geld. Und das könnte natürlich unserem Geldbeutel, ja, gerade recht kommen. Ja, auf jeden Fall aber, wenn hier die Felder soweit vorbereitet sind und eingesät sind, wenn wir nun mal einen neuerlichen Grasschnitt machen, oder vielmehr Heu, und die werden wir dann auch verkaufen gehen. Also im Moment ein bisschen zusehen, dass wir Kohle kriegen. Denn zum einen will ich natürlich wesentlich mehr Kühe haben und ich will auch noch ein, zwei Felder dazu haben. Also ich möchte hier ein paar Felder dazu kaufen. Ich möchte sie auch kaufen. Ich nehme jetzt nicht die Bank auf Hagenstedt rein, das mit diesen Pachten. Das weiß ich, habe ich mir alles anders, das ist nicht so ganz meins und ich bin nicht so ein Freund von diesem Bank of Hagenstedt-Mod. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil man nicht dran gewöhnt ist, keine Ahnung. Und wie gesagt, Hauptziel von dem ganzen Projekt ist nach wie vor, ihr wisst das, Kühe, 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 Kühe. Wir werden auch nicht hier alle Felder kaufen, aber so ein, zwei Felder dazu. Denke ich, ist nochmal ganz okay, weil später, wenn wir auch wesentlich mehr Kühe haben, brauchen wir ja auch wesentlich mehr noch an Stroh und eventuell dann noch mal mehr Wiesen. Also hier sind ja Wiesen jetzt schon vorgegeben, aber man kann ja auch durchaus ein eigenes Feld noch zur Wiese machen, wenn man will. Und ich plane ja wirklich viele Kühe zu kaufen. Darum geht das Ganze, ja. Wir werden in diesem Erntezyklus mal einen kompletten Weizenbestand machen. Also sozusagen Fruchtfolgen ein bisschen eingehalten. Oder um eine gewisse Fruchtfolge zu simulieren, sagen wir mal so. Nach einer realen Fruchtfolge kann ich gar nicht spielen, kenne ich mich gar nicht mit aus. Ne, aber dass wir hier dann einmal als nächstes die Felder einmal Weizen machen, ich möchte schon, dass die drei Felder, die wir haben, also die 2 Zehnten und die 9, da soll irgendwo immer das gleiche drauf sein, damit wir das in einem Rutsch abernten können. Wir haben weiterhin noch keinen eigenen Mähdrescher, das ist ja auch bekannt. Das heißt, den müssen wir uns eh auch mal noch mieten. Und dann gucken wir einfach mal, und wie gesagt, Weizen ist gut für Stroh, aus dem Stroh können wir Kompost machen.
Sobald wir mehr Kühe haben, haben wir natürlich auch mehr Mist. Und dann können wir dann auch mit Mist machen. Und vor allem auch immer mal den Stall ausmisten. Das finde ich eben ganz gut, dass ich hier auf dieser Map auch den Stall ausmisten muss per Hand. Habe ich zufällig auch gesehen beim Stream. Ich dachte immer vorher, das ist diese Mistplatte, wo das automatisch hingeht. Aber nein, hier muss man wirklich per Hand den Stall auch ausmisten. Es gibt übrigens mittlerweile auch eine neue Version von der Gorschkova auf. Gorschkova, ich weiß gar nicht, wie man das wirklich ausspricht. Auf Mordhoster. Aber ja, bin ich bisher noch nicht beige. Warum auch immer. Bin hier ist im Moment eigentlich ganz zufrieden. Ich habe jetzt auch gar nicht im Kopf, was da genau geändert worden ist. Also das ist die Vorfolge. Also ich glaube, seit dieser Version, die ich habe, sind zwei Versionen schon gekommen. Eine ist, soweit ich weiß, glaube ich, Seasons Mod Ready. Und jetzt letztens ist irgendwie nochmal so eine Art Bonus-Version rausgekommen. Keine Ahnung. Ich bleibe weiterhin bei dieser Map-Version, weil die läuft. Warum soll ich da wechseln, wenn bei der Map alles funktioniert? Wenn jetzt keine drastischen neuen Änderungen drauf sind. Seasons Mod will ich hier drauf sowieso nicht machen. Das bleibt weiterhin bei der 3 Stern. Obwohl das hier von der Map-Größe wahrscheinlich auch gehen würde. Ja, wir wollen mal gucken, wie das in 3 Sternen weitergeht. Eventuell kann man irgendwann sagen, dass man dem Seasons-Projekt hier rüberziehen würde. Aber das bleibt ja alles abzuwarten. Im Moment bin ich hier so mit dem Projekt ganz zufrieden. Und man muss hier auch nicht immer alles mit Seasons machen. Das ist eine super Sache, aber ich denke, das reicht da im oder auf dem 3-Sternhof erstmal ganz gut aus. So, machen wir den Kompost hier nochmal voll. Ja, und dann werden wir bei Zeiten mal in der Folge vielleicht mal ein paar Bäume niedersägen. Dann gucken wir uns mal, dass wir uns so einen IT-Runner-Anhänger mit so einem Holzaufbau mal gemietet kriegen. Und dann machen wir mal eine Runde Holz fällen. Ich werde das dann jetzt nicht extra noch zu Hackschnitzeln verarbeiten. Sondern dann sehen wir halt zu, dass wir das als Stamm, wie es ist, verkauft kriegen. Und die Kohle einfach mitnehmen. Weil in der Regel gibt es also für Forst wirklich eine ganze Menge Kohle. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Schon wieder voll. Scheiße. Es geht, warum diese Anzeige im Drive-Controller nicht mehr funktioniert. Also normalerweise ist ja immer angezeigt, wie voll das andere Teil ist. Und den Spectre-Mod nutzt dann halt auch nichts, solange er kein Schlepper vorgehängt ist. Ne? Ja, ist aber tatsächlich voll. So, dann donnern wir nochmal zurück.
Hui. Wir haben die Kühe und eine Produktivität von 99%. Was ist da los? So, dann gehen wir auf die nächste Bahn. Ich würde aber auch sagen, wir kommen dann ans Ende von diesem Video. Ich werde hier noch ein bisschen weiter Kompost fahren, die Felder halt noch fertig machen und vorbereiten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, was dann ansteht, ob die Felder schon neu bestellt sind, ob wir schon ein bisschen in den Forst gehen. Aber ich denke mal, wir sehen uns dann eher nochmal mit dem Gras-Zwischenschnitt. Einmal ein bisschen Gras, dass wir auch was verkaufen können. Und dann sehen wir einfach weiter. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha.